ein kurzer Nachtrag aus meinem Homeoffice zu dem Affinity-Foto-Kurztipp, den ich heute hochgeladen habe. Da geht es ja um Drehen im Develop-Persona, also im RAW-Converter. Ich habe das am Mac gemacht und wie mir ein Zuschauer rückgemeldet hat, gibt es bei Windows Probleme. Man findet diese Funktion auch, allerdings ist die irgendwie versteckt. Ich zeige das jetzt hier, wie man das trotzdem rausholt. Das ist irgendwie in dem Fenster ganz rechts und ist nicht sichtbar, aber die gibt es auch, die Funktion. Allerdings, sie funktioniert auch nicht richtig. Wenn man sie dann verwendet, wird zwar das Bild gedreht, allerdings nicht der Hintergrund und das ist etwas seltsam. Ich hoffe, das wird in einer neuen Version noch geändert. So viel erstmal dazu und ich wünsche eine schöne Woche.